Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Monster Hunter Stories 2, ne? Ja, beim letzten Mal hatten wir mit Kai die Palamute-Quest gemacht und der ist jetzt auch in meinem Team. Ich habe ihn nach meinem Hund benannt und ihm sogar eine Fähigkeit noch weitergegeben. Der hat die Baubeschützerfähigkeit. Also, wenn ich ihn mal benutze, dann hauen die Viecher vielleicht eventuell mal öfters ab. Wir konzentrieren uns natürlich wie immer hauptsächlich auf die Hauptquest. Und alle neuen Kämpfe lassen wir natürlich drin, damit ihr nichts zu beschweren habt. Ja, wir sind jetzt in der Blütenprachthain. Noch nie hier gewesen, aber den Lila gibt's aus den Kämpfen schon, den können wir ignorieren. Ich sagte nicht, können wir ignorieren. Ja, Leute, der Lila gibt's daraus. Ich habe ihn Insta gefinisht mit einem schnellen Finish und der ist halt in sein Nest abgehauen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht kriegen wir hier ein neues Ei. Also rein da. Eventuell kann ich auch eine Fähigkeit von dem gebrauchen. Habe ich mir vor der Folge überhaupt irgendein Gebet geholt? Ich glaube nicht. Ach, mache ich zum Start der nächsten Folge. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Als ob ich bisher keine einzige Truhe oder sonst was hier finde. Den Rubin-Masarius kennen wir tatsächlich auch schon. Durch den einen Heini, den wir mal bekämpfen mussten. Kamezinko, Beko kennen wir auch schon. Ich zeige euch nur Monster, die wir noch nicht kennen. Kiste! Ach stimmt, die Nester in dem Multiplayer-Modus, die waren ja auch so komisch gebaut wie hier. Oh, ein grauer Karabacher. Ich gehe mal weiter, ne? Einfach komplett ignoriert. Ich könnte auch mit dem Palamute rumlaufen, weil der richtig schnell ist, ne? Aber ich will nicht aus Versehen in den Kampf mit dem Palamute geraten, weil der Palamute nicht viel aushält. Der ist noch nicht hochtrainiert. Der wird sich aber nebenbei hochtrainieren. Also der kriegt die Erfahrung ja auch. Ein lila Lutrauf kennen wir schon. Ich nehme mal eben kurz ihn hier. Geht mal aus dem Weg. Danke sehr. Na komm, mein Hündchen. Sprinten wir los. Er ist richtig schnell. Das mag ich. Sag mal, habe ich bisher nicht gefunden? Ich hätte da anders abbiegen müssen. Ich sollte trotzdem easy an euch vorbeikommen, oder? Ja, easy. Alles lahme Enten. Bin gespannt, was für ein Spezialmonster mich hier erwartet. Oh, der Mizuzune. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich weiß, ich glaube, ich hab's daneben geschrieben. Aber eins der Eier war tatsächlich ein Mizuzune-Ei. Ich hatte mich umsonst aufgeregt. Ich hab schon ein Mizu. Oh. Ich vergaß, ich habe den Hund jetzt gerade im Team. Hupsen, ich muss dich sofort austauschen bis Insta-Rip. Yannick, du kommst raus. Elektro gegen Wasser. Ich weiß, man könnte auch hier einfach nur so kämpfen. So macht es der Kai immer. Aber ich persönlich kämpfe lieber hier so mit den Techniken. Oh, der ist ja auch ein Techniknutzer. Upsen. Ja, da kann ich auf Ladungstackling gehen. Er hat seinen Donnerangriff hochgejagt.
Bitte mach den Donner Reißzahn, dann kriegst du wenigstens selber eine gewischt. Ey, dann kriegt er wenigstens eine mitgewischt, wollte ich sagen. So, zack. Ach ja, bei Monster Hunter Rise, da gab es ja so viele Memes zugeführt. Mit Mitsuzuno und mit meinem Kollegen. Also das war so ein Insider-Joke geworden. Sondergleichen sogar. Zaubernde Blasen. Och nö. Hä? Er hilft mir? Wieso hilfst du mir? Ich habe einen Jäger an meiner Seite. Aber warum hilft er mir? Na gut, besser als wenn ich alleine rumrenne, ne? Die Waffe kann ich wechseln. Ich hätte meine Waffe vor dem Kampf mal wechseln sollen. Ich gehe mal auf den Schweif. Nee, der ist nur weggelaufen. Der ist nicht besiegt. Vielleicht wird er ja auch was wieder gut machen. There's no need. It's not a hunt. How nonchalant. Don't tease me. You again? Ich muss Naviros Outfit mal umändern. I bet you're still after Ratha, aren't you? Can't you just leave us in peace? You've got the wrong idea. This is my... We're done here. Wait a minute. Meow. Hey, pal. I saw you in action. You were positively claudacious. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich ihn als Partner habe. It's been a while, Tsukino. What? You know each other? Sure. Katzen kennen sich. To what do we owe this pleasure? Came on a hunt. I had a bad feeling, and I was right. The village has been destroyed. Of course, ja, ganz traurig. But hey, the invisible bonds of fate brought old friends back together, and that's just peachy, don't you think? Ja, das ist super. Aber ich hätte nicht gedacht, mit ihm in einem Team zu landen. Don't act so cold. That old trick won't work on me. Come on by my house for a chat. For a chat? What about? About how all you claudacious folk can solve our monster problems once and for all. Sarge! Sind wir ja schon dran. To go on a cooperative mission? Das klappt nicht. Also wir haben Meinungsverschiedenheiten. Das wird, glaube ich, nichts. Ja, ich komme sofort. Also mir war klar, dass ich ihn nicht instant als Kamerad dabei habe. Vor allen Dingen, das ging richtig schnell hier tatsächlich. Bruder. Das wird nix, Orgo. By the way, why is everybody acting so tense? We're all in this together, right? Nicht ganz. Listen, Sarge, I'm all for helping you get rid of big, bad monsters. But it might be impossible to team up with these guys. I thought you were all well acquainted. Ja, tun wir auch. Simple. I think it's a good idea to join forces. Huh? Ich will aber nicht. Und er auch nicht.
why, pray tell? I want to help those in need, whether it's felines or humans. Besides, it may bring us closer to discovering the truth. In short, you can help Orgo and the felines, while also approaching your own objective? Ja. Why not? Hunters excel at tracking monsters, while riders are known for greater mobility. Your abilities complement one another. Together we'll be more efficient. I see. Stimmt schon. That is rather persuasive. Hold on. Aber ich glaube nicht, dass ich und er uns verstehen. You don't mind teaming up with riders who keep a cursed Rathalos as their friend? Don't jump to conclusions. Is it a harmful power? We don't know that yet. Oh. What are you going on about? The strange light. It gives monsters terrible power and makes them wreak havoc to. Ja, aber daran ist nicht Rafa schuld. It won't end with the destruction of just one village. Is that true? Ja, diese Löcher sind überall. That power, though. I don't doubt it. Our village was destroyed long before you guys turned up. Jo. For me, you're not to blame. Why don't we settle it with a good old cat fight? Whoever has the most claudacious paw punch wins. Aber wie funktioniert denn das? Das ist ein Jäger, ich darf doch keine Menschen kloppen. That's how felines settle matters, not humans. Moment mal, Katzen regeln ihre Probleme, indem sie sich gegenseitig kaputt kloppen? But for what it's worth, I'd welcome all the help I can get. If it's for you, Sarge, I can put up with them for a while. Ja, für meinen Bruder Orko. What do you say, Kyle? If you're willing to do it, I'll tag along. Thank you, Kyle. I'll owe you for this. I'll help, but there's one condition. Mm. If I see that Rathalos get up to any funny business at all, I'm gonna put an end to this. Ach, beruhig dich doch endlich mal. Okay, an der Küste von Claura. Erstmal Nebenquesten checken, ob sich irgendwas dazu getan hat. Nö. Ich könnte mal reingucken, hat sich eigentlich bei den Prüfungsquesten mal was aktualisiert? Ja. Das sind aber auch so Questen. Oh, guck mal, da ist ein Iodrom. Den haben wir auch noch nie bekämpft. Den sehen wir aber wahrscheinlich demnächst. Hm. Ich würde zumindest gern den Iodrom einmal bekämpfen. Aber ich bin mir 100% sicher, dass wir den storymäßig noch sehen. Ja, Leute, heute war es dann offenbar mal eine kürzere Folge. Weil ich will gucken, dass ich, wenn nur ein Gebiet in eine Folge packe. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es wie immer machen. Ein Abo dalassen, ein Like, das hilft mir sehr. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst bitte eins da. Aber das hilft den Algorithmus, auch wenn ihr was in die Kommentare schreibt, das hilft mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!